Momentaufnahme. Ein Podcast des Staatstheater Cottbus. Herzlich willkommen zum Podcast des Staatstheaters Cottbus Momentaufnahme. Heute anlässlich der bevorstehenden Premiere des Schauspiels des Psychothrillers Equus von Peter Schäffer in der Regie von Philipp Rosendahl. Und mir gegenüber sitzt Philipp Rosendahl, Regisseur und Co-Schauspieldirektor. Hallo Philipp. Hallo Jana, schön, dass wir zusammen sind. Mal wieder. Mal wieder, wir sehen uns ja doch jetzt sehr häufig. Genau, genau. Und mir gegenüber sitzt Jana Marek, die Inspizientin an diesem Theater ist und bei Equus auch die Inspizienz übernehmen wird. Weshalb wir uns auch jeden Tag sehen gerade. Weil wir sind nämlich schon in den Endproben für Equus. Ja, wir sind genau eine Woche vor der Premiere. Oh Gott, in 3 Stunden, in einer Woche geht's los. Ja, das heißt, am Montag ist die Ausstattungsprobe. Ja, ja, genau. Ausstattungsprobe. Wir reden da später mehr drüber, oder? Das machen wir. Da werden wir die Ausstattungsprobe vielleicht noch mal ein bisschen genauer und ein bisschen tiefer betrachten. Genau, was das überhaupt bedeutet. Aber hast du ein Geräusch mitgebracht? Ich habe ein Geräusch mitgebracht. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil Geräusche sind ja auch wie Inszenierungen. Und ich hoffe, dass es klappt. So, ich versuche das vorzuspielen. Und du musst, also ich mache das jetzt live. Du musst raten, was es ist. So. Aber du darfst nicht gucken. Du musst weggucken. Ja, genau. Okay, so. Pass auf. Nicht gucken. Okay, also. Warte. So, warte, es geht nicht los. Achtung. Muss es vorbereiten? So, jetzt vorbereitet. Und, pass auf. Na, es fällt was um. Aber was? Was hat das mit meinem Beruf zu tun? Nein, du hast vollkommen recht, es fällt was um, aber ich habe wirklich lange überlegt, weil mein Beruf ist ja eigentlich nur Reden, bin ja Regisseur, und dieses Geräusch ist aber tatsächlich das, was ich am häufigsten produziere, gerade in Endproben. Weil du irgendwas umschmeißt. Genau, weil ich wie verrückt durch die Reihen renne, weil ich alles Mögliche noch klären will und noch zum Licht laufe und noch zum Ton laufe und dann wieder zu den Schauspielern laufe und wieder zurück in den Saal laufe. Und was steht immer in den Reihen auf dem Boden? Glasflaschen und alte Kaffeetassen und da stolper ich dann drüber und dann trete ich die weg und dann fliegen die durch den Saal oder irgendwie sowas. Das ist, ja, genau. Aber ich bin ja nicht im Saal, sondern ich bin ja auf der Bühne. Deswegen höre ich zwar irgendwas, aber es ist entfernt. Also ich höre das jetzt nicht wirklich und ich finde es auch unmöglich, dass sie da Kaffeetassen hinstellen und Flaschen. Das ist eigentlich verboten, ne? Naja, was heißt verboten? Also. Ja. Also das sind ja auch nicht immer meine. Also ich muss das auch jetzt die Schuld ein bisschen von mir weisen, weil es gibt ja auch andere Leute, die noch im Saal sind, also das Team und so. Und die stellen halt alle, Problem ist halt, dass da einfach keine Abstellmöglichkeiten sind, weil im Theater wird ja eigentlich nicht jetzt getrunken und gegessen. Das heißt, die stellen das einfach alle auf den Boden. Und wenn ich dann da renne und es ist dunkel im Saal, weil schon das Licht auf der Bühne an ist oder so, dann sehe ich das nicht und dann fliege ich da einfach drüber und dann fliegen die Sachen rum. Und manchmal vergieße ich dann auch ein bisschen was. Naja. Ich dachte ja, dass es wirklich was Berufliches ist, das Geräusch. Ja, aber es passiert ja nur so. Ja, das passiert mir. Das ist mein häufigstes Geräusch, ja. Aber jetzt bist du dran. Ja. Muss ich auch weggucken? Also, nee, muss nicht weggucken. Aber ich möchte erst mal sagen, ich bin also Inspizientin. Ich bin Bühnenmanagerin hier am Haus. Entschuldigung, habe ich dich falsch vorgestellt? Nein, Bühnenmanager ist ja noch ein bisschen umfangreicher, also das betrifft noch andere Sparten und noch andere Aufgaben. Das sind auch Assistentenaufgaben und Betreuungsaufgaben, die eben auch für andere Vorstellungen und Gastspiele und alles, was sonst noch. Also es ist einfach umfangreicher, aber meine Hauptaufgabe ist Inspizientin im Schauspiel. Ja. Und mein Geräusch, Ich rate. Okay, ich rate. Ja. So. Ich weiß gar nicht, ob die Leute wissen, was Inspizienz ist, ne? Ganz oft, oder? Also eine... Nein, nicht sagen. Erst das Geräusch. Nein, erst mal. Also ich bin zuständig für den technisch-organisatorischen Ablauf einer Vorstellung. Diesen leite okay, ich. Okay, okay. So, und die Zuschauer hören als erstes von mir das Geräusch. Ja. Dann wissen sie, ich bin da. Jetzt geht's natürlich nicht. Moment. Also du hast es... Jetzt nur zu erklären, also wie oft machst du das dann, das Geräusch? Also. Im Original? Im Original erst einmal. Einmal, okay. Das bedeutet?
Also ich glaube, das erste Mal bedeutet, dass für das Einlasspersonal, dass sie jetzt die Türen öffnen können, weil die Bühne fertig ist für den Einlass. Genau. Aber 6 Minuten vor Vorstellungsbeginn gibt es das erste Klingeln im Großen Haus. Und das ist die Originalklingel gewesen im Großen Haus. Die habe ich gestern aufgenommen. Ja. Also sie hört sich sehr schepperig an. Ja. Aber die hört sich in echt auch ein bisschen schepperig an. Ne? Weißt du, ob das eine echte Klingel ist oder ist das eine Tonaufnahme? Das ist eine echte Klingel. Okay. Da bin ich ziemlich davon überzeugt. Na, es gibt auch Häuser, wo die quasi das einfach nur dann im Foyer abspielen oder so. Aber vielleicht ist es auch eine echte Klingel. Ich weiß es nicht. Das ist eine echte Klingel, so wie die sich anhört. Ja, ist ja auch ein altes Theater. Ja. Ja, okay. Und die zweite, also dann 3 Minuten später, wird halt 2-mal geklingelt. Das bedeutet also jetzt bitte mal wirklich die Plätze einnehmen. Und nach dem 3. Klingeln soll es ja dann auch losgehen. Und ich habe aber auch oft erlebt, dass dann so, ist eigentlich schon oft ja 7:30 ist ja der Vorstellungsbeginn. Und dann wird noch so 100-mal geklingelt, weil es irgendwie, die Leute wollen nicht reinkommen oder sowas. Kannst du das, drückst du das dann einfach so oft, bis alle da sind? Also ich versuche es zu vermeiden. Und es ist eigentlich, es funktioniert eigentlich in Cottbus ganz gut, dass die Leute dann auch beim 3. Klingeln drin sind. Ja. Aber ich habe ja, keinen richtigen Kontakt zum Vorderhaus, sondern ich bekomme ein Lichtzeichen vom Vorderhaus, ob die Türen zu sind. Also wir sprechen nicht miteinander, sondern so. Und wenn im 2. Rang dann einfach die Türen, also das Zeichen nicht kommt, da, ob die Türen zu sind oder nicht, dann kann es eben sein, dass ich nochmal 3-mal klingle. Vielleicht haben sie es auch nur vergessen, mir das Zeichen zu geben. Aha. Oder ich fange dann trotzdem. Also du hast weder ein Telefon noch irgendeine Funkverbindung. Oder bis jetzt ist es so, dass ich im Grunde genommen auf dieses Lichtzeichen vom Vorderhaus warten muss, dass sie soweit sind und dann kann ich erst anfangen. Aber alles wird anders, alles wird besser, weil in 1-2 Jahren bekomme ich ein neues E-Pult. Wir alle bekommen ein neues E-Pult und da wird das dann, also ich denke, dass wir dann eine Funkverbindung haben werden und dann können wir auch besser miteinander kommunizieren. Und vielleicht, also weil ich glaube ja, dass viele Menschen tatsächlich, ich sage das auch immer so, und dann mach ich das und das mit der Inspizientin und dann klären wir das und dann machen wir weiter und dann sagen ganz viele Leute, nachdem ich so 5 Minuten, und das machen wir jetzt auch gerade schon, darüber reden, hä, aber was ist eigentlich Inspizientin? Also vielleicht ist es schon nochmal ganz gut, dass wir das einmal beschreiben, weil du hast jetzt gerade gesagt, du machst das Management der bühnentechnischen... Ich leite den technisch-organisatorischen Ablauf. Genau, das heißt, und E-Pult, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären? Also, auf der rechten Seite auf der Bühne, vorne gleich hinter dem technischen Portal, nennt man Nullgasse, da steht das E-Pult, das Inspizientenpult. Das rechte Seite ist immer vom Zuschauerraum aus gesehen, ist rechts. Wenn der Regisseur zum Schauspieler sagt, geh mal nach rechts, dann muss der Schauspieler nach links gehen, weil Bühnenrechts ist vom Zuschauerraum aus. Ja, das ist leicht für mich. Ja. Und also auf dieser rechten Seite steht das Inspizientenpult und das hat so einen Anschein eines Cockpits. Man sieht Monitore, viele Knöpfe, die man drücken kann, wo im Lichtzeichen zu sehen sind und die führen dann zum Beispiel also zum Schnürboden oder auf den Maschinenstand oder natürlich zum Licht und zum Ton und ich kann also mit allen über Lichtzeichen kommunizieren, ich kann aber auch verbal mit ihnen kommunizieren, da gibt es die Intercom-Sprechanlage, dazu kommt noch ein Hausruf, ich kann durchs ganze Haus rufen, wenn ich zum Beispiel Schauspieler oder die Requisite oder die Maske oder die Ankleider einrufe, hören sie mich alle, also sie kommen dann, wenn ich sie rufe, dann stehen sie auf der Bühne, dann bekommen sie vielleicht ein Lichtzeichen für ihren Auftritt oder sie bekommen ein Handzeichen für ihren Auftritt. Ganz auf mein Kommando läuft alles, was mit Technik ist, Umbauten, technische Veränderungen. Wenn Kulissen von links nach rechts fliegen, ganz toll, Flugwerk natürlich, wenn Menschen fliegen, dann ist auf der einen Seite der Maschinist zuständig, der hoch und runter, das Flugwerk hoch und runter fliegt und der Bühnenmeister steht an der Seite und zieht dann noch von links nach rechts und das muss ja auch alles koordiniert werden. Also Kulissen fahren nach oben, nach unten, zur Seite, nach links, nach rechts oder die Versenkung spielt mit. Die Versenkung kann nicht nur nach unten fahren, die kann auch nach ganz oben fahren, das ist auch möglich. Drehscheibe. Es gibt manchmal Zeiten, da ist in jedem Stück eine Drehscheibe. Ja. Da ist nur Drehscheibe, dann gibt es wieder Zeiten, dann ist die Drehscheibe über einen längeren Zeitraum nicht in Gebrauch. Aber das alles muss koordiniert werden, wenn zum Beispiel mit der Drehscheibe zusammen auch noch die Kulissen fahren und dann stehen da auch noch Schauspieler auf der Bühne. Das wäre dann, da kommt es dann wirklich auf, Zentimeter an.
Ja. Da muss man es also auch eigentlich, man kann schon sagen, eigentlich hast du ja alles in der Hand. Also manche Leute denken ja tatsächlich, also das wird mir dann immer gesagt, ja, und dann bei der Regie, dann stehst du da abends dahinter und sagst allen, was sie machen sollen. Da sage ich immer, nee, also mein Job ist ja vorbei, wenn die Premiere läuft, weil dann bin ich ja weg. Und in Wahrheit machst du ja dann sozusagen viel von dem, was wir uns vorher zusammen uns ausgedacht haben, aber wirklich den Vorstellungsablauf, der liegt dann halt komplett in deinen Händen, kann man sagen. Na, es kommt dann schon drauf an. Also wenn es wirklich viel Technik gibt, dann kann ich auch wirklich Rhythmus machen. Ne? Das ist, dann kommt es wirklich darauf an, also wie der Flow ist. Wenn es natürlich wenig Technik gibt, dann ist das, ich mache das Licht und ich muss das Licht richtig machen an der richtigen Stelle. Der Rhythmus, das ist dann ausschließlich von den Schauspielern. Also es kommt drauf an. Also du gibst keine Regieanweisungen. Ich gebe keine Regieanweisungen. Da bin ich ja beruhigt. Ich gebe Anweisungen an die Techniker und arbeite ja dann auch mit den Technikern, wenn viel gebraucht wird und so. Ich muss ja die trainieren. Ja, das ist schön. Das ist so, also du bist quasi abends dann die Chefin im Hause, kann man sagen. Kann man sagen, ja. Na, es ist ja auch dieser zweite Punkt. Das eine ist dieser Ablauf, aber was ich richtig als inspizienten Profi ansehe, ist, dass man eine Idee hat, was man macht, wenn es nicht funktioniert. Ja. Weil auf Knöpfe drücken kann ja eigentlich jeder. Ja. Denke ich mal so. Aber ich muss ja irgendwie einen Plan B haben. Ja, und ich habe, also wenn du das so beschreibst, das klingt ja eh danach, als ob man quasi im Kopf 15 Sachen gleichzeitig haben muss. Also man muss quasi das Licht denken, man muss die Leute, die auftreten müssen, mitdenken, man muss die Technik mitdenken, man muss vielleicht noch Kulissen mitdenken, die rein und rausgetragen werden, dann gibt es noch irgendwas, muss man die Leute im Saal reinlassen und rauslassen und so weiter und so fort. Also man ist ja wahrscheinlich eh auf 10 Schienen gleichzeitig dann aktiv. Also das ist ja wahrscheinlich auch eine wahnsinnige angespannte Situation, also vielleicht tatsächlich wie im Cockpit oder so, ne? Ja, es ist schon auch so Multitasking und es ist für mich wirklich wichtig, wenn ich alles weiß. Nur wenn ich wirklich alles weiß, was wo ist, kann ich auch Entscheidungen treffen, wenn mal was nicht funktioniert. Und was ist das dann? Was kann nicht funktionieren? Also hast du ein Beispiel? Ich liebe das ja immer so. Also ich habe viele Beispiele. Aber jetzt, was ist das Krasseste, was du mal retten musstest bei einer Vorstellung? Also mein Meisterstück war schon Harold und Maud, das muss ich schon sagen. Aber es wirkt vielleicht gar nicht so für einen Nicht-Theatermenschen, dass es so krass war. Also Harold und Maud Premiere. Mhm. Und Harold und Maud ist eigentlich ein Drehbühnenstück. Das heißt, es gibt also für jede neue Szene gibt es ein ziemlich verändertes Bühnenbild. Und wir haben das aber in der Kammerbühne gemacht. Das heißt also von Bild zu Bild gibt es Umbauten, technische Umbauten. Und dann passierte aber Folgendes, dass das vierte Bild sollte anfangen und in der Kammerbühne die zwei Schauspielerinnen vorne aus dem Foyerbereich auftreten. Da kam aber ein Schauspieler, der dachte, es ist schon das fünfte Bild von hinten, stürmte durch und spielte seine Rolle. Und die beiden Schauspielerinnen, die eigentlich gerade dran waren, sind vor Schreck wieder zurückgesprungen und wir spielten das fünfte Bild. So, natürlich musste ich erstmal das richtige Licht suchen in meinem Buch und habe das dann auch gemacht. Dann haben wir das fünfte Bild weitergespielt. Und was dann alles passiert, dauert jetzt ganz lange zu erzählen, ist aber eine Sache von Bruchteilen von Sekunden und Minuten. Also, ich habe mir überlegt, also der einfache Weg ist, wir haben einfach das vierte Bild gesprungen. Ne? Das vierte Bild ist weg. Ja. Du ziehst es alle weiter durch. Ja. Und so. Nun ist es aber so, dass eine Schauspielerin eine ganze Rolle nur im vierten Bild hatte. Ja, und man kommt ja vielleicht auch gar nicht mehr mit, oder als Publikum? Doch, das ging. Okay. Das wäre schon gegangen. Gut. Aber es hat einfach eine richtig schöne ganze Szene, die wirklich also schön war. Ja. Die wäre eben weg gewesen. Ja. So, und dann habe ich eben überlegt, wie kriegen wir dieses vierte Bild noch gespielt? So, und habe dann mir das überlegt. Haben wir genug Ton? Weil der Umbau ist komplizierter, weil die müssen dann, wenn wir nach dem fünften Bild das vierte Bild spielen und dann das sechste Bild spielen, ist das ein krasser, anderer Umbau. Und es ist aber so gewesen, dass wir das sehr gut probiert hatten. Es war noch ein Regisseur der alten Schule. Ja. Der war eben an dem Tag, wo wir uns heute befinden, vor der Ausstattungsprobe war das Stück fertig und wir haben in der letzten Woche wirklich nur trainiert.
Und ich habe einfach gesagt, die schaffen das, die kriegen das hin. Es ist kompliziert. Wir machen etwas völlig anderes. Aber ob das jetzt die Ankleiderinnen sind, der Ton, Licht sowieso, die Technik, sie werden das schaffen. Ich war nur übergriffig bezüglich der Maske. Das muss ich wirklich sagen. Das konnte ich, da habe ich das nicht genau gewusst, weil die hatten danach wirklich ein ganz großes Umstyling und mussten sich ganz doll beeilen. Das, und dann hast du die erstmal alles weggerufen? Ich habe einen Rundruf gemacht durch das ganze Haus. Ja, ja. Wir machen jetzt nach diesem 5. Bild das 4. Bild und danach das 6. Bild. Ja. Und habe dann die Anweisung einfach durchs Haus gerufen, was das alles für Konsequenzen hat. Und dann hattest du plötzlich 30 Leute hinter dir stehen und dir gesagt haben, was, aber wie machen wir das denn jetzt? Na, ich saß ja oben beim Licht. Ich habe ja mit überhaupt niemanden, ich hatte ja überhaupt keinen Kontakt. Aha, okay, also du hast es alles über die Gegensprechanlage. Über den Hausruf dass gelöst. Alle jetzt. Ja. Das kannst du natürlich wirklich nur machen, wenn das Stück extrem gut probiert ist. Ja, und jeder genau weiß, was er. Was bedeutet überhaupt auch das 4. Bild? Ja, also ja, verstehe. Wahnsinn, okay. Und dann? Und dann haben wir das gemacht und nachdem das 5. Bild fertig war, haben wir das 4. Bild gespielt, die Schauspieler so, und dann haben wir eben den Umbau zum 6. Bild gemacht. Ja. Und es funktionierte, es hat ein bisschen länger gedauert, es lief also, und ich hatte noch beim Ton nachgefragt, wenn die Musik alle ist, hast du noch ein bisschen Möwengeräusch? Ja, Möwengeräusch war da. Das wurde dann kurz rangemacht. So, der Regisseur saß im Zuschauerraum und bis bald in den Stuhl. Ja, natürlich, klar. Die Dramaturgin hat es gar nicht so mitgekriegt. Und alle haben hinterher gesagt, ach, wir haben gar nichts gemerkt. Das war doch alles super. Und niemand hat es, Zuschauer hat es überhaupt nicht gemerkt und so. Es war. Aber das vielleicht ist ja auch so schlussendlich so ein bisschen so, was unsere Berufe vereint, ist ja, dass, wenn wir gut sind, merkt man uns ja nicht, ne? Ja. Also das war schon sehr aufregend. Ja. Das war auch, also das sind so Entscheidungen. Also ich kann Entscheidungen treffen. Ja. Aber man muss... Wenn du alle Parameter gut genug kennst. Also, es muss eben gut trainiert sein alles und ich weiß richtig Bescheid. Ja, Wahnsinn. Das war... ist aber auch schon eine Weile her, ne? Ja, aber gut, dass es das... gut, dass es das dann gibt, ne? Also, dass man dann auch weiß, dass alle hinter der Bühne wissen ja dann auch, okay... Also Diana, die muss das jetzt sozusagen auch entscheiden oder die bei der ist das jetzt, das liegt jetzt in ihrer Hand. Weil sonst würde ja, wenn das jetzt alle miteinander diskutieren würden, dann wäre ja ein Riesenkuddelmuddel. So schnell kann man ja gar keinen Konsens finden. Naja, das war, also diskutieren ist da nicht. Da eben. Muss man einfach auch durch. Machen. Ja. Genau. Verstehe. Aber jetzt bei unserem Stück ist es ja so, dass technisch das überschaubar ist. Ja, es gibt jetzt keine... 25 Bühnenbildumbauten oder genau. So. Genau, es gibt viele, viele Bilder. Ja. Ne? Viele Bilder, Szenen. Aber ich jetzt glaube 37 immer, oder so. Ja, oder es sind sehr viele, ne? Ja, 38. Ja. Aber es gibt jetzt nicht diese Umbauten oder diese Herausforderungen für die Technik. Nee, was auch ganz gut ist, weil wir ja auch echt, also du hast eben gesagt, das interessiert mich jetzt natürlich, ein Regisseur alter Schule. Das bin ich ja wahrscheinlich jetzt nicht, einfach aufgrund meines Alters. Aber was bedeutet das? Also was bedeutet Regisseur alter Schule für dich? Das alte Schule ist bei uns eben Schrot, ne? Also es war jetzt nicht Christoph Schrot, sondern Rudolf Kollatz. Aber der ist eben auch so in dieser Tradition, da ist man bis zu diesem Punkt hat man das geschafft und in der Woche hat man das geschafft und und vor der Ausstattungsprobe wissen alle, ist das Stück fertig. Und zur Ausstattungsprobe. Ja, und vielleicht nochmal, vielleicht müssen wir nochmal kurz zur Begriffserläuterung. Also Ausstattungsprobe heißt ja quasi, dass man meistens ungefähr eine Woche vor der Premiere oder also bei uns ist jetzt, ne, wir haben am Montag die Ausstattungsprobe und haben am Samstag die Premiere, also für uns ist das ja quasi eine Theaterwoche so, dass man zum ersten Mal halt alles zusammen macht, weil wir proben ja unsere Stücke jetzt nicht immer auf der Bühne, sondern halt im Probenbühnenzentrum, also auf einer markierten Probebühne und dann irgendwann sind wir dann im Theater, also im Raum selbst und dann haben wir oft auch ja noch eine markierte Probe und eigentlich ist bei der Ausstellungsprobe zum ersten Mal meist die Kulisse fertig, es kommen aber auch die originalen Kostüme dazu, also keine Probenklamotten, sondern halt wirklich die Kostüme. Zum ersten Mal
macht man das, also setzt man das Licht auf den Ablauf, was man vorher sozusagen vorbereitet hat dafür. Und zum ersten Mal sind die Töne alle nacheinander und eingerichtet. Und also ja, also man macht einfach zum ersten Mal einen Durchlauf mit diesen ganzen Sachen, die man vorher teilweise noch nicht mal kennt. Also auch ich als Regisseur, ich habe ja noch kein Originalkostüm jetzt zum Beispiel für unser Stück gesehen, weil wir ja nur... Also die Überraschung kommt dann erst am Montag. Genau, die Überraschung kommt am Montag und dann sieht man, oh Gott, dieses Licht mit dieser Farbe, ja. Das geht ja gar nicht. Und dann wirkt alles plötzlich ja, anders. Ja, aber das ist ja irgendwie immer so. Also es ist ja, wir haben ja jetzt das Glück gehabt, dass wir schon mal einen Ablauf im Licht hatten vom ersten Teil. Also man hat ja schon jetzt ohne Kostüme zwar, aber schon das ist ja... Man hat sich so schön auf der Probebühne, ist erstmal jetzt alles schön. Mir gefällt es auf der Probebühne super, das Stück. Mm. Und jetzt muss man umdenken, ne, auf der Bühne. Und da fremde ich auch erstmal. Und das geht sicherlich allen so. Ja. Das muss, weil es... Das ist so ein schwerer Schritt. Ne? Man glaubt es manchmal. Mhm. Ich vergesse das auch immer selber wieder, weil man macht dann was. Und ich glaube, was wir schon, also was ich immer versuche beim Theater machen, man will ja Momente, die gut funktionieren, erzeugen. Das machen wir eigentlich den ganzen Tag, dass man sagt, okay, das ist eine Szene mit zwei Leuten und das muss irgendwie organisch wirken. Die müssen irgendwie so miteinander reden, dass das Sinn ergibt für die Geschichte, für deren Figuren, aber vor allem halt auch dafür, was da gerade ist. Also, und natürlich ist auf einer Probebühne, wo man einfach so Arbeitslicht anhat und jetzt keine besonders schicke Dekoration oder so, dann da ist eine andere Realität einfach als im Saal. Plötzlich sitzt man, also ich mache das dann auch oft in so Endproben, dass ich dann mal auf den Rang gehe oder mal in die letzte Reihe und dann mal in die erste Reihe und dann, es wirkt alles, was man gemacht hat, wirkt so unglaublich anders. Mhm. Und dann macht man einen Spot von oben drauf und dann wirkt alles plötzlich viel zu dramatisch, weil plötzlich ist Nebel im Raum und es ist ein Spot von oben. Und dann sehen die Gesichter so verzerrt aus und dann sagt man, nein, das muss doch wieder leichter sein, so wie auf der Probebühne. Und dann versucht man, das Licht zu verändern und so. Das ist halt, also dieser Prozess von der Probebühne in den Saal gehen, das finde ich schon immer unglaublich aufregend, weil es auch immer überraschend ist. Man weiß nie, ich glaube, ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, du machst das ja auch schon länger und ich mache es jetzt auch ein paar Jahre. Es gibt auch immer wieder neue Überraschungen, also welche, die man auch noch nicht kennt, sozusagen. Also jedes Mal sitzt man da wieder und denkt sich so, hä, aber jetzt so langsam müsste ich das doch wissen, wie das geht. Nee, es ist jetzt auch wirklich wieder, also bei diesem Stück finde ich es besonders überraschend, ja. Der Schritt auf die Bühne. Ja. Ja, aber es liegt einfach daran, weil das auf der Probebühne eben so schön nah war, man so da drin war und es ist... Die Distanz macht schon jetzt was anderes. Ja, das ist ja auch so, dass man sitzt ja auf der Probebühne, gibt es ja quasi nur eine Bühne, es gibt keinen Zuschauerraum. Das heißt, man sitzt eigentlich ja immer in der ersten Reihe, weil man weiter nicht wegkommt. Ja, aber jetzt hier bei diesem Stück fand ich das irgendwie sehr schön. Beim Nackten Wahnsinn war es furchtbar. Ja. Na, da hatten wir ja überhaupt keinen Platz, da spielten die auf dem Schoß von uns. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht müssen wir auch ein bisschen über das Stück reden, weil die Leute, also bei Rom und Julia müsste man das jetzt wahrscheinlich nicht. Aber bei Equus. Du sagst das so. Ich sag Equus. Wie ein Kuss mit Equus. Ein Equus. Was heißt Equus? Man glaubt es ja nicht, ne? Wir haben ja wirklich mit allen möglichen Leuten über den Titel gesprochen und 7 Wochen jetzt daran geprobt und wir können es immer noch nicht richtig einigen. Wie man es ausspricht. Ja, was also. Was bedeutet? Nee, wie man es ausspricht. Also beziehungsweise... Bedeutet ja, es ist lateinisch und heißt Pferd. Genau, das haben wir mittlerweile auch als Konsens. Doch, ja. Ja, aber mir wurde gesagt, man spricht... Also ich habe nie Latein in der Schule gehabt. Du auch nicht, okay. Mir wurde gesagt, dass man das EQUs ausspricht. Also mit das U quasi doppelt spricht. Ich habe es mir von Google vorsagen lassen und Google hat EQUs gesagt. Ja, okay. Dann wer ist gültiger? Latein oder Google? Sagen wir mal Google. Und dann kommt auch noch hinzu, dass das ja natürlich auch ein englisches, also ein britisches Stück ist. Und dann sagen die immer, weil das ja in London wurde das uraufgeführt und auch dadurch hat das ja so Bekanntheit bekommen, dass der Harry Potter Darsteller 2010 oder so hat er das in London gespielt und da sozusagen, das ist ja schon ein Stück über, also Pubertät und Sexualität
und Nacktheit vielleicht auch, das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall war der nackt in London auf der Bühne und deshalb ist das so bekannt geworden in London. Weil aber das ist doch schon alt, das ist doch aus den 70er Jahren. Ja. Also das ist ja auch so thematisch erstmal so, die Wörter selber ist ja sehr 70er Jahre. Wirklich? Findest du nicht? Nee, ich weiß nicht, ich habe da nicht gelebt. Hast aber du da gelebt? Ich bin Zeitzeuge. Okay, das finde ich interessant. Wirklich? Findest du das sehr 70er Jahre, ja. Das Stück? Aha. Also so die Wörter, also so Sätze, Wörter, Ach, wie die Sprache, wie ja, die sprechen ja. miteinander. Oder die Themen? Na, die Themen zum Teil, also aber die Themen sind ja universal. Mhm. Aber wie sie, ja, es gibt so Anzeichen für die 70er ja. Jahre zum Beispiel. Zum Beispiel? Alle Welt hat jetzt einen Fernseher. Am Nachmittag kommen die Cowboy-Filme. Stimmt, das ist offensichtlich nicht heutig, ja. Wir haben uns ja auch entschieden, das nicht heutig zu machen, weil ich glaube ja immer, dass Theater ist ja sowieso eine Form, die was Größeres erzählt. Also man kann die, also, oder in diesem Fall dachten wir, das ist halt schon ein gutes Stück, auch in der Zeit zu belassen. Es ist einfach ein gutes Stück. Ja? Ja, ich finde, es ist ein gutes Stück. Also es ist spannend. Also ja. Man will ja wissen, warum hat er diese Tat begangen. Ja, vielleicht müssen wir das nochmal sagen, oder? Also, weil die Leute wissen das ja gar nicht. Also vielleicht mal ganz kurz, ich sage nur drei Sätze dazu. Also es geht im Prinzip darum, dass ein junger Mann, 17-jährig, namens Alan Strang, 6 Pferden auf einem Reiterhof die Augen ausgestochen hat und die Gesellschaft drumherum oder vielmehr eine Psychiaterin und eine Richterin sich fragen, warum hat der das eigentlich getan? Also was ist das Motiv dahinter und was ist das für ein Typ in der Mitte unserer Gesellschaft, der plötzlich einfach ausflippt und 6 Pferden die Augen aussticht, oder? So, genau. Das ist so die Grundthese. Jetzt kannst du weitersprechen. Ja, und das möchte man ja rauskriegen und dem folgt man ja, auch wenn es in den 70er Jahren ist und einige Probleme schon 70er Jahre sind, muss man schon sagen. Und man möchte es aber wissen und es ist ja halt nicht so eine platte Erklärung, sondern es ist schon sehr vielschichtig, die Erklärung, warum er das gemacht hat. Das finde ich toll. Was ich an dem Stück auch noch toll finde, sind, dass es so, also man kann erstmal sehr zufrieden mit dieser, mit dem Fall sein und wie also im Grunde genommen dieser Krimi, diese Spannung, dieser Psychothriller erzählt wird. Das ist erstmal toll. Für Theater finde ich es toll, also diese ganze Ebene mit den Pferden, dass es also so eine Ebene darüber gibt. Das finde ich toll. Und dann finde ich toll, dass es solche Widerhaken gibt. Also, dass es so Themen gibt, also es gibt so Monologe, die im Gedächtnis bleiben. Und was ich eben noch so, was mich persönlich auch so anfasst, ist eben die Entwicklung von der Psychiaterin, die wirklich alles in Frage stellt. Mhm. Also alles, was bisher war, ihre Arbeit, die sie gut gemacht hat, also ihre Beziehung, alles, ihre Träume, alles in Frage stellt und das auf sehr radikale Art. Mhm. Also das ist so ein Thema, das ich auch, also was ich auch toll finde und das geht eben weit über das Stück hinaus. Finde ich. Genau, weil das wirft so wirklich so grundsätzliche Fragen auf, die wir uns ja irgendwie dann alle stellen können und die dann halt auch gesellschaftlich oder politisch sind, ne? Weil ich glaube, das ist ja so, also eigentlich ist es ja, ich habe immer gesagt, als ich das so angefangen habe vorzubereiten, habe ich immer gesagt, das ist wie eine riesige Psychotherapie, dieses Stück sozusagen. Mhm. Also da ist ein Fall oder da ist eine Person, die kommt in diese psychiatrische Klinik und die ist offensichtlich gestört, also der singt ja auch nur und spricht gar nicht. Also der hat die Augen ausgestochen, wird quasi da eingeliefert. Und dann fragt die Psychiaterin ihn, ja, und wie geht's dir und wie bist du angekommen und so weiter. Und der singt halt immer nur. Und man denkt eben erstmal so, naja. Ein richtiges Ding weg. Aber ja, genau. Ne? Genau. Er ist einfach vollkommen gestört, dieser Junge. So, und man ist sich irgendwie auch, man ist sich auch einig. Klar, jemand, der 6 Pferden die Augen aussticht und dann nur singt, also der kann ja nicht ganz normal sein. Und was halt irgendwie schön ist, dass es aber auch in einer, gar nicht so einer riesigen Eindeutigkeit, aber eigentlich das, Dadurch die Beschäftigung mit diesem Jungen und diesem Fall und dieser Frage danach, ja, wieso ist der denn so durchgeknallt, werden halt so Fragen irgendwann, also das, es wird so die Frage nach Normalität wird wie so umgedreht, also kommt so wie zurück auf das, was man selber macht und wer man selber ist. Und man fragt dann, also weil im Prinzip, ich kann ja vielleicht so ein
bisschen weiter noch reingehen, ohne jetzt viel zu verraten. Also im Prinzip kommt halt ja heraus, dass sich dieser Mensch wie eine Parallelwelt aufgebaut hat, in der Pferde seine Gotteswesen sind, an denen der Leid, aber auch Ekstase zelebrieren kann. Und das ist halt auch so ein ganz spannender, irgendwie spiritueller Weg, den der so beschreibt. Und das findet halt diese Psychiaterin auch so aufregend, weil sie sagt irgendwann, das haben wir heute Morgen noch geprobt, weil wir die Szene nochmal anders aufgestellt haben, und sagt dann irgendwann so, ja, also wenn ich das vergleiche, wenn ich mein Leben gerade vergleiche, also ich gehe immer arbeiten, dann gehe ich um 5 nach Hause und dann sitze ich auf meinem, mit meiner Frau vorm Fernseher oder vorm Kamin, sagt sie, und habe ein langweiliges Leben und blätter in meinen Kunstbänden und denke mir, wow, wie toll, dass es griechische Götter gibt und Zeus und was auch immer. Und sie sagt, sie ist neidisch auf diesen Patienten, weil sie sowas Tiefes nicht fühlt in ihrem Leben. Also es ist so wie, als ob sie so erkennt, dass ihr Leben einfach so linear ist und dass die Frage nach Sinn oder nach Tiefe oder nach Ungehaltenheit und Leidenschaft, dass es dafür wie gar keinen Ort gibt. Also das, und das vielleicht ist etwas, was vielleicht in den 70ern so wie so aufgekommen ist, obwohl wahrscheinlich ist das schon seit der Industrialisierung so, ehrlich gesagt. Und was aber ich finde immer noch ultra aktuell ist, dass man sich so fragt manchmal in unserer Gesellschaft, wo alles immer funktionieren muss und so. Also da sind wir vielleicht auch in unseren Jobs so total richtig, weil wir ganz oft die Fäden in der Hand haben und auch das machen, also das hinbekommen müssen, dass die Dinge funktionieren. Aber gerade wenn man in so einer Position ist, wo man immer daran arbeitet, das muss doch jetzt funktionieren, dass man manchmal abends auch dann da sitzt und denkt, aber warum eigentlich? Warum muss immer alles funktionieren? Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und ist das nicht total mechanisch, so zu denken über das Leben? Dass man immer nur funktioniert. Also auch das Wort ist ja witzig, auch das im Theater, das wurde ja früher, das ist ja auch etwas, da habe ich mal drüber gelesen, ich kann das jetzt nicht genau wieder rezitieren, aber dass wir im Theater ja auch darüber reden, funktioniert eine Szene oder nicht? Ja. Was, aber funktionieren? Ich meine, wir machen ja eigentlich Kunst. Das ist ja was total Ungreifbares, was irgendwie dazwischen doch eigentlich passiert. Wieso nennen wir das dann Funktionieren? Und ich finde, das ist so, ja, das ist für mich so der philosophische Kosmos, in dem das so steckt. Und wie du sagst, das sind dann die Fragen, die einen dann nicht loslassen oder die dann auch so persönlich werden. Ja. Die widerhaken, die so da drin widerhaken, sind. Ja. Und dann gehst du damit nach Hause. Und hast noch ganz lange was davon. Oder wie Dysart sagen würde, die Ketten, die im Maul stecken. Genau. Weil das ist das, glaube ich, schlussendlich, was natürlich diese Psychiaterin lernt über diese Therapie, dass sie halt lernt, sie ist, und das ist dann die Metaphorik dieser Pferde auch, dass sie halt lernt, irgendwie sind wir vielleicht alles auch so angekettete Pferde. Wesen, oder die einfach machen, was sie sollen, ne? Genau. Selbst wenn wir uns irgendwie Autonomie oder Freiheit so vorgaukeln, sind wir das doch am Ende. Ja. Oh Gott. Ja. Ist auch, aber ja, ich frage mich immer, das sind schon auch große Fragen, die dann gestellt werden. Aber es ist ja trotzdem auch sinnlich, das Stück, oder? Also es ist ja keine reine Diskursveranstaltung oder so. Nein, es ist keine Diskursveranstaltung, es ist ja mehr. Es ist ja, es ist ja auch nicht so, dass die Psychiaterin, die macht ja sicherlich auch nicht das, was Psychiater eigentlich machen, weißt du, sondern sie macht ja viel mehr. Ja, vor allem wir erleben viel mehr. Wir erleben viel mehr. Weil wir nicht nur die Therapie erleben. Genau. Ja. Ja, und das Ganze drumherum, was wir sehen werden, auch technisch, das ist ja auch, ja, diesmal eine ganz andere Form von Sinnlichkeit. Die Technik freut sich schon, weil wir werden ja, Elemente haben. Sollen wir zum Abschluss noch ganz schnell dieses Spiel spielen? Also, wir haben ja noch, in der Struktur dieses Podcasts gibt es auch noch das Spiel, das Fragenziehspiel. Na, dann versuchen wir mal, das Spiel zu spielen. Das Spiel, also ich glaube, warte mal, ich lese es nochmal kurz hier. Also wir ziehen abwechselnd einen Zettel und lesen den vor. Und ich würde sagen, die Person, die liest,
beantwortet als zweites. Also ich lese dir eine Frage vor und du beantwortest. Und du musst auch begründen sogar. Oh Gott. Nee. Oh. Okay, okay. Wenn du nicht begründen willst... ja, weiß. Was ist denn das? So, pass auf. Okay, Frage. In Klammern Psycho. Analyse oder Verhaltenstraining? Achso, für das Stück. Psychoanalyse oder Verhaltenstherapie? Für das Stück? Oder für dich. Also, ja, für was dich. Ich besser finde. Ja, oder wo du dich für entscheiden würdest oder was du präferierst. Psychoanalyse. Und warum? Naja, Verhaltenstherapie. Also ich meine, wenn ich es nötig hätte, wäre, denke ich mal, wenn ich überhaupt den Schritt zum Psychologen oder zum Psychotherapeuten gehen würde, dann würde ich ja eher in die Tiefe gehen wollen, als einfach nur Möglichkeiten des Verhaltens. Ja, ich beantworte auch. Ich bin Verfechter einer gesunden Kombination. Ich glaube, nur zusammen. Das gibt nur entweder oder. Okay. Also vom Menschen her bin ich auch natürlich eher Analyse, weil ich immer alles lieber zerdenke. Ja. So, du liest vor. Das sehe ich ja eine. Nach dem letzten Horrorfilm tagelang Albträume oder nie so gut geschlafen? Oh Gott, auf jeden Fall Albträume. Aber bei mir ist es so schlimm mit den Albträumen, dass ich das gar nicht erst mache mit dem Gucken. Ich gucke auch keine Horrorfilme. Ist völlig gut. Für uns ungeeignet. Alles klar, ist doch eindeutig. Mal was Eindeutiges. Also, pass auf. Tiere, lieber in Distanz oder Nähe? Ja, es kommt drauf an. Nein, das gibt's nicht. Distanz oder Nähe? Also sagen wir mal Hunde. Nee, sagen wir Pferde. Pferde. Distanz Nähe. Oder Nähe? Nähe. Ja. Ja. Gebe ich dir recht. Pferde. Ich finde auch Pferde Nähe, aber nicht von hinten Nähe, nur von vorne Nähe. Weil sie aus. Genau, habe ich gelernt in der Art. Produktion. Okay, du. Krimi oder Liebesgeschichte? Boah, das ist gemein mit diesem oder. Ich sage Liebesgeschichte. Und ich muss überhaupt nicht nachdenken. Ich sage sofort Krimi. Aber warte, wir müssen begründen. Also ich sage Liebesgeschichte, weil ich finde, in jeder guten Geschichte ist eine Liebesgeschichte und ohne Liebe gibt es keine Geschichte. Ha! Ja, es ist so. Nein, aber es gibt auch genug gute Krimis ohne Liebe. Okay, gut. Finde ich. Wenn du das meinst. Ja, müssen wir ja nicht ausdiskutieren. Letzte Fragen. Ich mache noch eine und du machst noch eine. So, Effekte oder Klarheit? Ich bin schon Klarheit. Aha, krass. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass du Effekte bist, weil du die Effekte ja machen darfst. Dann. Ja, das ist aber... Okay, Klarheit, ja. Ich werde immer mehr auch zu Klarheit, je älter ich werde. Siehst du? So, weil im Leben mehr Effekte sind. Okay, du bist dran. Kontrolle oder locker lassen? Oh Gott, das ist ja die gemeinste Frage. Oh, ich bin so ein Kontrollfreak und ich hasse es, aber ich muss Kontrolle sagen, weil ich sonst lügen würde. Ja, ich bin auch Kontrolle. Was meinst du, das ist auch im Privatleben nicht so einfach? Hm. Für die anderen natürlich. Da gebe ich dir recht. Und über diese Themen sprechen wir dann in der nächsten Podcast-Folge, wenn wir über unsere inneren Zustände sprechen. So ist es. Aber leider müssen wir jetzt in den Fotoautomaten. Wir müssen uns jetzt... ablichten. Fotografieren, selbst fotografieren im Fotoautomaten. Genau. Und deshalb wollen wir uns verabschieden von den Zuhörern des Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir haben ja bald Premiere, nämlich am Samstag, den 13. Mai um 19.30 Uhr im Großen Haus des Staatstheater Cottbus. Genau. Und da freuen wir uns drauf und sind auch ein bisschen nervös. Ja. Aber Premieren finden immer statt. Ja. Okay. Danke, Jana. Schön war's. Danke.